Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Elder Scrolls Online. Meine Stimme ist im Moment ein bisschen im Eimer. Ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem gut verstehen. Wir waren in der letzten Folge ja hier in Gradwald, direkt vor dem Baum von Eldenwurz. Und da haben wir ja Furinor getroffen und festgestellt, dass der uns doch eine längere Quest hier in Gradwald bringen wollte, und die werden wir heute in Ruhe machen. Unsere Augen haben euch beobachtet. Sie haben sich auf euch konzentriert, seit ihr das Reliquiar der Sterne betreten habt. Wer seid ihr? Ich habe die Ehre, zu den Dämmerranken-Waldläufern zu gehören. Wir sind direkt König Camoran Eradan, dem Herrscher der Waldelfen, unterstellt. Wir schützen seine Herrschaft vor allen inneren wie äußeren Bedrohungen. Was für Bedrohungen? Der Bürgerkrieg in Gradwald endete schon vor einem Jahr. Doch die Schwarzsaft-Rebellen treiben in einer Stadt namens Korberg, nordöstlich von hier, nach wie vor ihr Unwesen. Mit eurer Hilfe können die Dämmerranken die Rebellion beenden. Wenn ihr mögt, werde ich ein Portal an einen sicheren Ort öffnen. Öffnet das Portal. Gebt mir einen Moment, dann öffne ich das Portal. So, schnell jetzt! Geht durch das Portal! Der Portaltransfer ist abgeschlossen. Was macht ihr hier? Ich bin der Meister der Portale der Dämmerranken. Ich habe den Großteil meines Lebens damit verbracht, ihre magischen Feinheiten zu studieren. Ich habe meine eigene Art von Portal entwickelt. Eine Art, die man nicht verfolgen kann. Ohne meine Fachkenntnis wäre nichts hiervon möglich gewesen. Okay. Wir nehmen das jetzt einfach mal so an. Gut, es ist die wir erwartet haben. Ihr seid hier nicht in Gefahr, meine Hallo, Freundin. Hier bin ich. Kommt, lasst uns reden. Ja, ist okay. Korberg ist dort, wo die Schwarzsaft-Rebellion begann. Mit eurer Hilfe wird Korberg auch der Ort sein, an dem es endet. Die Dämmerranken-Waldläufer brauchen euch, um die Schwarzsaft-Anführer aufzuspüren. Sie zu töten wird nur die Flammen der Rebellion entfachen. Sie müssen in Gewahrsam genommen werden. Warum soll ich das für euch tun? Nachdem General Endare ihnen das Genick gebrochen hatte, waren wir es, die Überbleibsel der Schwarzsaft-Rebellion ruhig gestellt haben. Jeder Rebell in Gradwald kennt unsere Gesichter, aber eures kennen sie nicht. Eure Anonymität erlaubt es euch, nahe an sie heranzukommen und ihre Anführer gefangen zu nehmen. Das hier ist nur eine örtliche Rebellion. Warum sollte ich mich darin einmischen? Der Schwarzsaft hasst den König, aber noch mehr hassen sie das Dominion. Wir wissen, dass sie etwas planen. In Anbetracht ihrer üblichen Methoden wird es laut und blutig. Wir dürfen nicht zulassen, dass diese Sache weiter schwert. Aber wenn wir ihre Anführer gefangen nehmen, dann endet die Rebellion. Über Nacht. Erzählt mir von den Anführern der Rebellion. Gorinir ist stark wie ein Ochse und ebenso stur. Sein Bruder Lorchon scheint sogar noch mehr Augen in Gradwald zu haben als wir. Beide sind Söhne von Geltior, einem Verräter an unserem Volk. Dem Vetter von König Camoran Eradan. Für diesen Gefangenen wurde dieser Ort gebaut. Okay, also Rebellionen sind ja grundsätzlich was Gutes. Hier scheint es jetzt allerdings eine Rebellion genau zur falschen... Was heißt scheint? Hier ist es offenbar eine Rebellion zur falschen Seite hin. Hat Geltior euch etwas über seine Söhne erzählt? Tja, nichts, was wir nicht schon wüssten. Geltior ist der Vetter des Königs. Deshalb dürfen wir nicht zu härteren Mitteln greifen. Was wirklich bedauerlich ist. Wenn ihr ihn selbst befragen wollt, dann tut das, bevor ihr geht. Ihr werdet erst wieder hierher zurückkehren, wenn seine Söhne unter Kontrolle sind. Okay. also ist das wirklich wie so eine Art Geheimversteck, wo ich mich jetzt gerade befinde. Wie soll ich die Söhne von Geltior aufspüren? Trefft euch mit Baumtane Irdel, unserem Agenten in Korberg. Es hat Monate gedauert, aber sie hat mehrere Einheimische identifiziert, die mit dem Schwarzsaft in Verbindung stehen. Bei ihr könnt ihr anfangen. Ich werde sie in Korberg suchen. Sobald ihr aufgebrochen seid, wird Furinor das Portal verschließen. Keiner darf wissen, dass wir Geltior an diesem Ort gefangen halten. Oder dass er noch am Leben ist. Ich habe ein paar Fragen. Ich habe zwar den Großteil des letzten Jahres hier als Hüter der Anlage verbracht,
Aber ich werde all eure Fragen beantworten, so gut ich kann. Wo sind wir genau? Wir brauchten einen Ort, an dem niemand Geltior findet. Also haben wir eine abseits gelegene Aeliiden-Ruine ausgegraben, dieses Gefängnis eingerichtet und dann den Eingang zum Einsturz gebracht. Der einzige Weg hinein oder heraus führt durch die Portale von Forinor. Um also eure Frage zu beantworten, wir sind nirgendwo. Ist das nicht aber auch extremst riskant? Ich meine, er hat ja gesagt, dass nur er diese Portale öffnen kann. Schön und gut, dass die nicht nachverfolgbar sind und so weiter. Das ist natürlich eine gute Sache. Aber wenn er stirbt bei irgendwelchen Gängen nach außen, dann sind die alle da drin gefangen und kriegen auch keine Nahrung. Verstehe ich das jetzt richtig? Warum haltet ihr Geld hier gefangen? Wir haben den Bürgerkrieg nur knapp gewonnen. Wenn Königin Eiren nicht auf unseren Hilferuf geantwortet hätte, säße heute Geltior auf dem Thron. Nachdem wir den Anführer des Schwarzsafts gefangen genommen hatten, war uns klar, dass er auf keinen Fall wieder entkommen durfte. Also haben wir ihn hierher gebracht, in dieses Loch im Nirgendwo. Was habt ihr mit Geltior und seinen Söhnen vor? Wir werden sie hier festhalten, bis König Camoran Eradan etwas anderes befiehlt. Wenn die Helden des Schwarzsafts für immer verschwinden, haben ihre Anhänger niemanden, hinter dem sie sich sammeln könnten. Dann wird die Rebellion in Vergessenheit geraten und wir können alle mit unserem Leben weitermachen. Warum kann sich das Dominion nicht um diese Angelegenheit kümmern? Der König ist verantwortlich für sein eigenes Volk. Daher obliegt es den Soldaten des Königs, sich um örtliche Angelegenheiten zu kümmern. Doch nur für den Fall, dass der Schwarzsaft auf irgendwelche Ideen kommt, wurden vor Korberg Lager des Dominions errichtet. Übungsmanöver nennen sie das. Okay. Hört ihr das, Geltior? Das sind die letzten Reste eurer Rebellion, die in sich zusammenstürzen. Dann befragen wir ihn nochmal. Seid ihr gekommen, um den wahren König der Waldelfen zu verhöhnen? Nur zu. Viel Spaß. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ich habe ein paar Fragen an euch. Kain, antwortet mir, ihr verräterischer Hund. Ihr seid keiner der Mörder von Meroth. So viel ist klar. Stellt eure Fragen. Warum habt ihr die Schwarzsaft-Rebellion begonnen? Seit seinem Aufstieg zum Thron hat der König versucht, unsere Lande zu erneuern. Und er zeigt damit nur, wie wenig ihm am Grünen Pakt liegt. Mein Volk braucht einen Anführer, der weiß, dass man die uralten Vereinbarungen nicht einfach so übergeht. Als Zweiter in der Thronfolge oblag diese Rolle mir. Okay, die Sache mit dem Grünen Pakt ist schon sehr wichtig. Wie wenig ihm am Grünen Pakt liegt, was soll das heißen? Unsere uralte Vereinbarung mit Ifre hat dem Volk der Waldelfen Ruhm gebracht. Doch die Dämmerranken-Waldläufer des Königs sind von ihm ausgenommen. Ich habe selbst gesehen, wie sie Wurzeln aus der Erde essen. Widerlich. Als das Volk begann, nach Gerechtigkeit zu verlangen, hatte ich keine andere Wahl. Das klingt, als ob ihr wirklich unbedingt König werden wolltet. Natürlich wollte ich das. Wie sonst hätte man den Grünen Pakt bestätigen können und die Hochelfen aus Gradwald fernhalten? Aber General Enderé hat dem Schwarzsaft ein Ende bereitet, als sie uns bei Korberg abgeschlachtet hat. Ich fürchte, meine Söhne verstehen nicht, dass es vorbei ist. Deshalb hoffe ich auch, dass ihr sie gefangen nehmt. Also mit anderen Worten, er hat sich ja eigentlich schon ergeben, aber die Söhne machen im Endeffekt immer noch, was sie wollen, ja? Wenn ich jetzt weiter frage, kann ich ihn trotzdem noch überreden? Das ist jetzt die Frage. Es ist nicht rot. Warum wollt ihr, dass ich eure Söhne gefangen nehme? Hallo? Kann ich gar nicht anklicken? Leute? Ich darf nicht. Darf ich überreden? Überreden darf ich auch nicht. Kann es sein, dass wir wieder Probleme im Spiel haben? Nein, wir haben Probleme mit der Internetverbindung anscheinend. Heute Nacht ist nämlich auch, während ich am Arbeiten war und permanente Internetverbindung brauchte, die ganze Zeit schon das Internet ausgefallen. Ich schau mal, ob ich noch mal reinkomme. Kleinen Moment. Lasst mich.
Ja, wir sind wieder drin, aber wie ihr seht, wir können ihn nicht überreden und wir können nicht mehr mit ihm reden. Das finde ich halt sehr scheiße, weil man jetzt überhaupt nichts über den Hintergrund erfährt. Vielen Dank dafür, 1&1. Seit gestern, wie gesagt, habe ich nur Probleme mit dem Internet. Ich konnte nicht richtig arbeiten, nichts. Trefft euch mit Baumtane. Ja, aber wo? Ach so, oben in... Okay. Wo hat er mich denn jetzt rausgeworfen? Ja, einfach mitten auf dem Ding. Also ich hoffe, dass es zumindest noch einigermaßen stabil bis zum Ende läuft. Jetzt habe ich es gesagt. Jetzt schauen wir mal, was passiert. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr ätzend. Ich weiß nicht, was sie da machen. Ob irgendein Praktikant da die Leitung jetzt gekappt hat oder was. Oh. Ich weiß nur, es ist mega ätzend für alle Leute, die das Internet brauchen, um zu arbeiten. Hier müssen wir rum. So. Fast noch schlimmer als Schützenzug. Nein, es ist definitiv schlimmer als Schützenzug. Wobei, wenn der jetzt hier vorbeifahren würde, vorbeilaufen würde, dann könnte ich auch nichts machen, muss ich dazu sagen. Weil der Mist ist so laut, dass man dann gar nichts machen kann. Auch wenn ihr glaubt, gesehen zu haben, dass Enatras eine Kartoffel gegessen hat. Ohne Beweise kann ich nichts machen. Danke, Baumtane. Ich lasse mir doch nicht meinen guten Namen durch diesen Fanatiker besudeln. Vor einem Jahr und er wurde wegen seiner Blasphemie tagelang bis zum Hals eingegraben. Genug! Ich habe meine Entscheidung getroffen. Jetzt geht beide eurer Wege. Ich möchte nichts mehr davon hören. Ja? Wie kann ich euch helfen? Es tut mir leid, dass ihr das miterleben musstet. Ich wusste, dass die Einwohner von Korberg wegen des Grünen Paktes begeistert sind. Aber manchmal suchen sie Ärger. Die Dämmerranken-Waldläufer meinten, ich sollte mit euch sprechen. Ja, Forinor sagte, dass ich euch dabei unterstützen soll, die Söhne von Geldhür aufzuspüren. Wir fangen mit Lorchorn an, dem Meisterspion des Schwarzsafts. Wenn wir ihn zuerst fangen, wird sein Bruder Gorinir ohne Augen sein. Und bevor ihr fragt, das ist eine alte Kriegsverletzung. Was habt ihr für mich? Die Schwarzsaft-Rebellion nahm hier ihren Anfang. Es wird euch nicht überraschen, dass die Bürger von Korberg die Überbleibsel der Rebellen mit Nahrung und Gold versorgen. Sie verwenden besondere Codewörter, um Treffen zu arrangieren. Wenn ihr diese Codewörter kennt, kommt ihr an die Überbleibsel der Rebellen heran. Wie lauten die Codewörter? Die Codewörter ändern sich jede Woche. Ganz sicher das Werk von Lorchon. Zum Glück für euch habe ich die Drecksarbeit schon erledigt. Ihr findet die Codewörter für diese Woche in dem Tagebuch neben mir. Ich überlasse es euch herauszufinden, welche davon ihr benutzen solltet. Was geschieht, wenn ich das falsche Codewort verwende? Der Schwarzsaft schützt seine Leute. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich darüber freuen werden. Im Tagebuch findet ihr eine Liste bekannter Sympathisanten. Tretet an sie heran und verwendet die richtigen Codewörter, um ein Treffen mit Lorchon zu arrangieren. Kommt zu mir, sobald ihr fertig seid. Okay. Alles müsste im Tagebuch vermerkt sein. Seid vorsichtig. Korberg ist voller Schwarzsaftmitglieder. Nachdem euer Gegenüber geantwortet hat, schaut ihr euch das Wetter an. Dorfrand ist gerne allein, trinkt gerne. Früher war es grün, aber dann brach er den grünen Pakt, machte ihn rot. Das sind jetzt die Codewörter. Ich verstehe hier gerade so gar nichts. Ja gut, und da ist nur Blut noch drin. Okay. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gerade machen soll. Mal gucken, ob das gleich besser, ob man das gleich besser versteht. Engagiert ein Treffen mit Lorchon. Lorchon. Wir müssen aber das richtige Passwort herauszufinden. Ich bin gerade noch ein bisschen verwirrt, aber wir probieren natürlich jetzt, wir versuchen unser Bestes. Also, wir haben hier Nalion. Ich habe eben mal ein Foto davon gemacht. Nalion, hoher Baum, Ehefrau von bekannte Schwarzsaft-Sympathisten. Die Frage ist, sagt sie mir was und da muss ich dann drauf reagieren? Mein Ehemann verbringt so viel Zeit mit seinen Büchern. Ich kann ihn niemals losreißen, besonders wenn es Zeit zum Jagen ist.
Der Falle Fallinestiglotzfrosch schwimmt nachts. Das ist seltsam. Ich habe schon eine ganze Weile keinen Glotzfrosch mehr hier gesehen. Schaut ihr euch das Wetter an? Ja, was für ein Wetter? Wolkenloser Himmel verschreckt die... keine Ahnung, ich sehe von hier aus nicht, was das für ein Wetter ist. Ist es Regen? Keine Ahnung. Ich sag mal, wolkenloser Himmel verschreckt die Glotzfrösche. Betrügerin! Ihr werdet Korberg in meinem Magen verlassen! Aber es ist nicht Wolken... Oh ja, weiß ich nicht. Ich meine, es ist hier total neblig. Aber es ist doch kein regnerisches Wetter, oder? Ah, Leute. Ganz ehrlich. Ja gut, es sind Wolken. Ja, okay. Okay, probieren wir es nochmal. Ach so, Moment, da war doch was zu lesen noch, ne? Das nehmen wir doch nochmal eben mit. Lag doch gerade noch irgendwo was zu lesen. Oder konnte man das nur lesen, wenn man das richtig gemacht hat? Nee, hier. Massaker von Korberg. Das dürft ihr euch nämlich gerne mal durchlesen. So, jetzt die nächste Frage. Kriegen wir es hier hin? Ich habe absolut keine Ahnung. Oh Gott. Also, ich sag mal, wir haben regnerisches Wetter. Bin mir nicht sicher, aber... ich behaupte es mal. Sprecht mit meinem Vater, wenn ihr Tränke braucht. Wir haben unsere Vorräte nicht hier. Der Fallinestiglotzfrosch schwimmt nachts. Das ist seltsam. Ich habe schon eine ganze Weile keinen Glotzfrosch mehr hier gesehen. Bei Regen kommen die Glotzfrösche aus ihrem Versteck. Das stimmt. Scheiße. Sagt mal, wisst ihr, warum die Haut des Glotzfroschs rot ist? Verbringen viel Zeit im Gasthaus mit diesen alten Schreien. Ich habe gesehen, wie sie die Farbe der Flammen verändert haben. Die Farbe verrät euch die letzte Antwort, die ihr braucht. Stahle ihnen die rote Haut. Ach nee, Moment, das ist alles mit Rot. Scheiße. Was steht da? Ich habe gesehen, wie sie die Farbe der Flammen verändert hat. Die Farbe verrät euch die letzte Antwort. Ja, und was ist das jetzt hier? Ist das jetzt damit gemeint? Welche Flammen? Also würde ich jetzt sagen, früher waren sie gelb, aber dann wurde er neidisch auf seinen Nachbarn. Angeblich stahl er ihnen die rote Haut. Weil das ist gelb, das ist mehr so gelb. Ich habe keine Ahnung. Ihr seid keine von uns. Och, Leute, das nervt. Ganz ehrlich, woran soll man das denn sehen? Also die Flammen hier, die waren nicht so rötlich wie jetzt. Die waren mehr so gelblich. Woran sollte ich das denn ausmachen? Ich bin zu doof für dieses Spiel. Naja, für dieses Spiel nicht, aber für die Quest. Okay, einen Versuch haben wir noch. Vielleicht auch zwei, ich weiß es nicht. Können wir hier das nochmal machen? Weil da steht jetzt höher. Andere Seite. Nee, wir können hier aber nirgendwo... Achso, wir können hier rum. Ich aber da kommen wir nicht weiter. Zeit zum Reden. Ja, ja, ist gut. Ich wollte auch gar nicht zu dir. Ach, keine Ahnung. Ich versuche hier gerade den Ding zu folgen. Aber ich finde mein Ziel nicht. Ich habe hier auf jeden Fall noch zwei... Da ist noch einer. Moment, wir nehmen uns erstmal das Buch. Die Traumreise könnt ihr euch gerne durchlesen. Oh mein Gott, ich bin echt zu doof für diese Quest. Was ist das denn? Das hatte ich noch nie. Alles, was ihr seht, kommt von etwas, das ich selbst getötet habe. In Korberg verwenden wir das, was wir jagen. Ja, der Fallinestiglotzfrosch schwimmt nachts. Es ist seltsam. Ich habe schon eine ganze Weile keinen Glotzfrosch mehr hier gesehen. Weil er bei Regen immer aus dem Versteck kommt. Und wieso hat er denn hier keinen gesehen? Das verstehe ich nicht. Das stimmt. Egal. Sag mal, wisst ihr, warum die Haut des Glotzfroschs rot ist? Ich probiere jetzt einfach. Früher war er grün, aber dann brach... Ah! Hätte ich den Satz vorher...
Okay, ich habe mir die Sätze nicht durchgelesen. Also ich vermute mal, früher war er grün, aber dann brach er den grünen Pakt. Üfris Zorn machte ihn rot. Schwarzhaft! Ach, äff dich doch einfach. Es ist einfach, also diese Quest ist wirklich einfach nur nervig. Ich kann nichts anderes dazu sagen. Es tut mir leid. Hier noch irgendwas zu lesen. Da hinten ist noch was zum Klauen, aber... So, wenn du mir jetzt nicht hilfst, ne, dann zerstöre ich dich und nicht deinen Kameraden, der mich angreifen wird. Ich schätze, ihr habt keinen Jager, oder? So lecker. Wenn ich könnte, würde ich ihn direkt vom Schwein trinken. Ist mir egal. Das ist seltsam. Ich habe schon eine ganze Weile keinen... Ja, und bei Regen, wir wissen. Das stimmt. Sag mal, wisst ihr, warum die Haut des Glotzfroschs rot ist? Früher war er blau wie ein Schlumpf. Aber dann war er gezwungen, seine eigene Familie zu verspeisen. Sein Körper ist getränkt von ihrem Blut. Ihr seid ein unbekanntes Gesicht. Was wollt ihr? Dass ich diese Aufgabe direkt beim ersten Mal geschafft habe. Ich möchte mich gerne mit Lorchon treffen. Geht zum Schlachtgrund. Er wird dort sein, sobald er bereit ist. Wir werden uns nicht widersprechen. Das kann ich nicht versprechen. Lebt wohl. Wo soll ich hin? Die gesagt, zum Schlachtplatz? Oder habe ich das jetzt gerade... Keine Ahnung. Ich folge jetzt einfach mal... Ah, hier ist er, oder? Nein, das ist er nicht. Warum bist du denn jetzt hier? Habt ihr ein Treffen mit Lorchon ausgemacht? Ich soll ihn am Schlachtgrund, das war's, treffen. Natürlich. Dort erschlug General Endare den Großteil ihrer Streitkräfte. Was geschah in der Schlacht? Die Jade-Dragoner schlugen nachts aus allen Richtungen zu. Der Schwarzsaft hatte nicht die geringste Chance. Sie wollten sich ergeben, aber General Endare befahl ihren Soldaten, das komplette Gebiet zu säubern. Anscheinend folgen die Jade-Dragoner jedem Befehl. Warum sollte Lorchon mich am Schauplatz eines Massakers treffen wollen? Aus keinem guten Grund, da bin ich mir sicher. Aber wir haben keine Wahl. Falls Lorchon auftaucht, müsst ihr ihn fangen. Wie schaffe ich das? Hier, diese Ringe gehörten Geltior. Seine Söhne werden sie sofort erkennen. Sobald Lorchon sich einen davon an den Finger steckt, wird er in das verborgene Gefängnis teleportiert. Eine der fieseren Verzauberungen von Forinor. Forinor? Der Meister der Portale? Nennt er sich immer noch so? Der Junge braucht dringend ein Steckenpferd. Einmal hat er vorgeschlagen, dass wir seine Portale benutzen, um den Inhalt unserer Latrine in ein Schwarzsaftlager zu schicken. Die perfekte Ablenkung nannte er es. Wir nannten ihn einen ganzen Monat nur noch den Meister des Plumpsklos. Gibt es sonst noch etwas, das ich über Lorchon wissen sollte? Wir brauchen Lorchon und seinen Bruder. Schaut, ob ihr ihn dazu bringen könnt, auszuplaudern, wo Gorinir sich versteckt. Ihr habt einen Ring für jeden Bruder. Sobald ihr sie beide gefangen habt, wird Forinor euch aufsuchen. Und falls wir uns nicht wiedersehen sollten, es war mir eine Ehre. So, ja. Zurück zu meinen stumpfsinnigen Pflichten. Viel Glück da draußen. Danke, danke. Wir suchen jetzt erstmal den... Ja, ich weiß, dass ich nirgendwo reiten kann, Mann. Wir suchen jetzt erstmal den Schauplatz des Massakers. Ist der oben? Ist der unten? Komme ich da rum? Moment, da komme ich so nicht rum, ne? Das ist... Das ist hinter den... Den Aleiden. Okay, Moment, da müssen wir ein bisschen anders reiten. Gibt es etwas, das ich für euch tue? Weil sonst falle ich hier runter und dann komme ich da die Anhöhen da nicht hoch und so. Wir probieren es mal hier direkt über den Weg. So, und dann irgendwo dahinter rechts. Das müsste dann hier sein. Das. Ich erkenne, dass meine Schwarzsaftmitglieder es nicht mit euch aufnehmen können. Das ist richtig. Jede Nacht seit dem Massaker habe ich von den Schrecken geträumt, die die Jadeschlechterin nach Korberg gebracht hat. Es erscheint passend, diejenige, die sie der Gerechtigkeit zugeführt hat, an dem Ort zu treffen, wo sie die Schwarzsaftanhänger erschlagen hat. Ich frage mich, ob ich Albträume von euch haben werde. Ich bin hier, um euch eurer gerechten Strafe zuzuführen. Ist das so? Ich muss gestehen, dass ich nicht viel für direkte Konfrontationen übrig habe.
Das ist eher der Stil von Gorinir. Mir ist es lieber, mich im Hintergrund zu halten, was ich auch umgehend wieder tun werde, falls ihr nichts Sinnvolles zu sagen habt. Euer Vater ist noch am Leben. Hier, nehmt diesen Ring. Am Leben? Er ist schon fast ein ganzes Jahr verschwunden. Alle hielten ihn für tot. Ich vermute schon lange, dass er noch lebt, und ich habe eine Ahnung, in wessen Hand er ist. Nennt mir den Namen seines Kerkermeisters, und ich werde wissen, ob ihr die Wahrheit sagt. Meerrot. Er ist der Dämmerrankenwaldläufer, der euren Vater festhält. Ich verstehe. Wohlan denn? Ich möchte mich stellen. Bringt mich zu meinem Vater. Wenn er noch lebt, dann muss ich mit ihm sprechen. Warum habt ihr eure Meinung geändert? Die Schwarzsaft-Rebellion brauchte meine Familie, um ihren Anfang zu nehmen. Doch nun lebt sie in den Herzen des Volkes weiter. Sie wird mit der Zeit wachsen und gedeihen. Doch ich wäre lieber an der Seite meines Vaters, wenn das geschieht. Ich habe mich ergeben, ja? Sollen wir uns auf den Weg machen? Das ist irgendwie cool. Sagt mir erst, wo ich Gorinir finden kann. Mein Bruder ist in einer Höhle auf der anderen Seite von Korberg. Viel Glück dabei, ihn zu erreichen. Er hat viele Soldaten unter seinem Kommando. Und er hält nicht viel davon, erst zu reden und dann zu handeln. Und ihr solltet euch sputen, ehe er seinen Plan in Gang setzt. Plan? Welcher Plan? Wie ich schon sagte, er hält nicht viel von Worten. Manchmal sogar mir gegenüber nicht. Aber ich weiß, dass er die Jadeschlechterin verabscheut und er es dem Dominion in gleicher Münze heimzahlen will. Ich habe euch gesagt, wo man Gorinir finden kann. Nun bringt mich zu meinem Vater. Steckt euch den Ring an. Um mich als euren Gefangenen zu kennzeichnen, damit mich die Dämmerranken nicht sofort auf sich töten? Na gut. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Wie unerwartet. Jetzt, helft ihm durch. Wie helft ihm durch? Kann ich da auch durch? Nee, schade. Okay, auf der anderen Seite. Ach so, hier hinten meint er. Okay, dann reiten wir da jetzt noch eben hin. Ja. Warum sind jetzt hier überall Dämmerranken? Weil ich falsch rum rausgeritten bin, oder? Da war... Okay, ich lasse das Portal mal. Das geht dann schneller. Ich hätte es noch gerne mitgenommen, aber okay. Gut. Wir müssen durch Korberg einmal durch und dann auf die andere Seite. Einmal hier rum. Ach so, meinten die da hinten gerade die Flammen, die ich jetzt gerade auf dem Weg gesehen hatte? Weil die waren tatsächlich blau. Das würde zu der Antwort passen, die wir eben gegeben haben. Ich bin immer noch verwirrt. Hallöchen. Wo kommst du denn her? Du bist doch ein Händler, oder? Seid gegrüßt, Wanderin. Rabamak hat viele gute Waren. Ihr kommt her und schaut euch um, ja? Ich glaube, ich habe das schon mal im Let's Play erwähnt. Aber wenn ihr Händler seht, die mit Pferden unterwegs sind, schüchtert die immer ein. Ich weiß, das ist doof, wenn ihr das eigentlich sonst nicht machen wollt. Rückt euer Gold raus, sonst erschlage ich euch mit eurem eigenen Schwanz. Das ist ja mal... Mutter meinte immer, dieser wäre ein echter Kätzchenkopf. Hier, nehmt alles, aber lasst diesen einfach gehen. Ich glaube, man kann danach auch noch mit ihm handeln. Also, ja, kommt ein bisschen komisch rüber, ich weiß. Dann muss man das Bündel untersuchen, was die dann immer dahinstellen. Und dann hat man eine Errungenschaft, oder kommt eine Errungenschaft immer näher. Und zwar könnt ihr die sehen, indem ihr auf euer Tagebuch geht, auf Erkunden und Allgemein. Und da gibt es eine mit Verbrechen zahlen sich aus, erleichtert Händler in ganz Tamriel. Ja, da man die allerdings doch recht selten sieht, wenn man da jetzt nicht aktiv hinterhergeht. Ich habe jetzt mit dem Char gerade mal eins davon geschafft. Was aber auch ein bisschen komisch ist, weil ich das schon in mehreren Städten mit einem anderen Char gemacht habe und das anscheinend hier nicht reinzählt. Warum, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, jetzt wisst ihr, warum ich das mache und warum ihr das auch machen solltet. Und wo müssen wir jetzt genau hin? Da rein, ne? Ja, natürlich kriegt sie das. Ich bin einfach da rauszugehen. Wartet erstmal 2 Minuten, bis die anfangen zu schießen. Gehen wir jetzt durch. Natürlich immer noch nicht. So, jetzt.
So, Leute. Wäre schön, wenn ich was sehen würde. Ich muss da rum. Ja, ja. Ich spüre einen Hauch von Aggressionen bei euch. Durchs Wasser wollte ich eigentlich nicht. Lasst die Aggressionen bitte untereinander aus, aber nicht an mir. Funke, komm mit. Wir haben jetzt keine Zeit, um uns darum zu kümmern Wach, oder mit denen zu spielen. Wenn es der Eindringling bis hier geschafft hat, endet ihr nur als weitere Kerbe auf ihrer Waffe. Ja, da hat er recht. Das hättest du dir zu Herzen nehmen sollen. Hallo, was hat der denn für einen Angriff? Funke, bleib doch hier. Na gut, wir reden. Gehört ihr zu den Dämmerrankenwaldläufern? Den Justiziaren? Der Kriegergilde? Es spielt keine Rolle. Ich weiß, warum ihr hier seid. Ich bin hier, um euch eurer gerechten Strafe zuzuführen. Ihr redet von Gerechtigkeit? Königin Eiren ist in unser Land eingefallen und hat unser Volk getötet. Alles nur im Namen des falschen Königs Camoran Eradan. Die einzige Gerechtigkeit steckt hier in jenem Boden, auf dem ihre Jadeschlechterin unser Volk niedergemetzelt hat. Jetzt wird sich dieser Boden erheben, um das zurückzuerobern, was rechtmäßig uns gehört. Wovon sprecht ihr? Unsere Konstrukte haben sich bereits erhoben, um Korberg zurückzuerobern. Jene, die dem Grünen Pakt folgen, werden sehen, wie sich der Wald selbst gegen das Dominion erhebt. Eine angemessene Rache für das Werk der Jadeschlechterin. Warum tut ihr das? Ifris Kinder verabscheuen die Außenseiter, die das Grün schmälern. Bis der Schwarzsaft auf dem Thron von Eldenwurz sitzt, wird sich Gradwald selbst gegen die Invasoren erheben. Sie trauern um Geltior. Der Tod meines Vaters hat sie erst zu diesen Taten getrieben. Sagt mir, wie man die Konstrukte aufhält. Ihr könnt gar nichts mehr aufhalten. Es hat schon begonnen. Die Lager des Dominions werden den Schmerz und die Angst kennenlernen, den General Endare vor einem langen und blutigen Jahr über uns brachte. Ich bedauere nur eines. Ich hatte gehofft, der Jadeschlechterin selbst den Garaus machen zu können, um das Andenken an meinen Vater zu ehren. Wenn ich das jetzt, also es ist rot, wenn ich das jetzt auswähle, dann kann ich ihn nicht mehr einschüchtern. Ich vermute aber, wenn ich ihm jetzt sage, dass sein Vater noch lebt, dass er dann trotzdem lieber weitermachen würde und nicht zum Vater gehen würde, weil er ja so ein Hitzkopf ist, ne? Das ist ja, glaube ich, derjenige von den beiden, der dieser Hitzkopf ist. Ich versuch's mal mit der Einschüchterin. Ich habe General Endare besiegt. Gebt auf oder ich zeige euch haargenau, wie ich das angestellt habe. Ihr wart es, die das getan hat? Sagt mir eines. Als sie vor euch fiel, ging es schnell? Oder hat sie noch gelitten? Spielt das eine Rolle? Nein, ich schätze, das tut es nicht. Ich werde mich euch ergeben, aber das wird die Angriffe auf die Lager des Dominions nicht beenden. Sobald die Konstrukte entfesselt wurden, entziehen sie sich unserer Kontrolle. Wie kann ich sie aufhalten? Hier, nehmt diese Flasche. Meine Soldaten trinken das ständig, um ihre Nerven vor der Schlacht zu beruhigen. Vielleicht wird das bei den Konstrukten helfen. Nun, wo ist mein Vater? Steckt euch den Ring an. Ich werde euch zu eurem Vater bringen. Gut. Führt mich zu meinem Vater. Eine Falle! Nein, streng genommen nicht. Ich habe ja nur gesagt, dass ich ihn zum Vater bringen werde. So, habe ich das zu früh getrunken? Mist. Wir müssen nämlich nochmal rauslaufen. Natürlich wieder an allen vorbei. Ja, und so wie es aussieht, verbrennt es. Habe ich das Gebräu jetzt auch zu früh getrunken? Also, es wirkt anscheinend nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Oh, ja, natürlich. Lächelt nicht mit einem Drachenkind an. Ich den ja auch noch. So. Es tut mir leid, ich wollte nur nach draußen.
Ist das hier alles in der Nähe oder muss ich da? Nee, da muss ich für reiten. Oh, wo reite ich hin? Doch, das ist doch der Weg. So, verteidigt die Lager. Gegen die Konstrukte. Das sind wahrscheinlich die hier. So, Moment, wo? Da? Sind die Irrlichter auch? Okay, die gehen aber direkt kaputt, wenn man den Großen weghaut. Oh, ich glaube, da sollte ich vielleicht doch lieber nicht rübergehen. Die konnte man nicht einsammeln, okay. Dann irgendwo ein Stückchen weiter auf der anderen Seite. Hier müsste noch was kommen. Da ist einer. Und... Aua, das hat geblendet. Die Schwarzsaftmitglieder sind erledigt. Wir sind an der Westbrücke. Kommt zu uns. Ja, ich höre Stimmen in meinem Kopf. Westbrücke ist das hier oben drüber, nehme ich an. Ne? Ich kann es nicht sehen bzw. anvisieren. Aber... Das sieht gut aus. Unsere Heldin kehrt zurück. Forinor, öffnet ein Portal. Meroth möchte mit unserer Freundin sprechen. Jawohl. Machen wir. Gorinir, lauft doch nicht dauernd auf und verkneift es euch, Leuchter, und euer Mangel an Engagement ist der Grund, warum wir hier sind. Wenn ihr nicht aufhört, euch zu zanken, erwürge ich euch beide. Ach, kommt doch herein. Gute Arbeit da draußen. Danke, danke. Die Schwarzsaft-Anhänger haben keinen Anführer und ihr Angriff wurde dank eurer Hilfe abgewehrt. Korberg wird sich mit der Zeit erholen. Was wird mit Geltior und seinen Söhnen geschehen? Wir werden sie hier behalten, bis der König etwas anderes sagt. Es ist besser, wenn sie als vermisst gelten, anstatt dass jeder weiß, ob sie noch leben oder tot sind. Die Anführer des Schwarzsafts werden nicht wissen, was sie tun sollen. Sie sind Verräter, sie haben nichts anderes verdient, oder das klingt hart. Tja. Was ist denn die Alternative? Fragen wir es mal so. Mit denen zu sprechen, bringt wahrscheinlich auch nicht viel. Wobei, naja gut, der Vater ist ja eigentlich schon so ein bisschen bekehrt, habe ich so das Gefühl. Also er hatte sich ja auch ergeben und so. Also da das Erste normalerweise ja das ist, was man immer als Erstes anklickt, sage ich mal, das klingt hart. Was sollen wir denn eurer Meinung nach tun? Ihn öffentlich den Prozess machen? Es ist eine heikle Zeit für den König. Und Geltior hat so viele Sympathisanten in Korberg. Vielleicht eines Tages, wenn die Lage stabiler ist. Bis dahin können sie hier verrotten. Na gut, jemanden irgendwo verrotten zu lassen, ist natürlich auch nicht gerade menschlich. Das klingt, als ob ihr keinen öffentlichen Prozess riskieren könntet. Abgemacht. Sie sind Verräter und Verräter haben kein Mitleid verdient. Sie werden den Rest ihrer Tage in diesem Loch verbringen, wenn es nach mir geht. Nein! Ich wollte ihn jetzt überreden, dass er einen öffentlichen Prozess macht. Nein, nichts in Ordnung. Hallo? Die Schwarzsaft-Anhänger haben... Wir werden sie hier behalten, bis der König etwas anderes sagt. Was sollen wir denn eurer Meinung nach tun? Ihn öffentlich den Prozess machen? Es ist eine heikle Zeit für den König. Und Geltior hat so viele Sympathisanten in Korberg. Vielleicht eines Tages, wenn die Lage stabiler ist. Bis dahin können sie hier verrotten. Ja, ich will ihn jetzt nicht einschüchtern, sagen wir es mal so. Ich bin jetzt auch nicht auf deren Seite. Ja gut, er hat gesagt,
eines Tages, wenn die Lage stabiler ist. Hier verrotten ist scheiße ausgedrückt. Also man sollte denen natürlich schon normales, also ne, also mit Nahrung und so weiter. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieses Einschüchtern halt gewollt ist von Teso. Und ich sag mal, einen offenen Prozess sollen sie schon kriegen, anstatt die irgendwo verschwinden zu lassen. Also gebt ihnen einen Prozess oder gesteht euch im Herzen ein, dass König Kamerun Airadan ein größerer Feigling ist als jedes Mitglied des Schwarzsaftes. Der König hat keine Angst vor Geldhior oder dem Rest des Schwarzsafts. Aber vielleicht würde es die Gerüchte verstummen lassen, wenn man das allen vor Augen führt. Eben. Sobald wir sie verhört haben, werde ich dem König raten, einen öffentlichen Prozess anzuberaumen. Ich kann nichts versprechen, aber mein Wort hat ein gewisses Gewicht. In Ordnung. Hier ein kleines Geschenk. Ich kann euch zwar nicht zu einer Dämmerranken-Waldläuferin machen, aber ich kann euch etwas geben, das euch zumindest als Ehrenmitglied ausweist. Sie stehen für das Vertrauen des Königs, dass wir stets den grünen Pakt hochhalten, obwohl wir von ihm ausgenommen sind. Ihr habt es euch mehr als verdient. Und wir haben einen mittleren Schulterschutz in erfüllt bekommen vom Set Laufstil des Waldläufers. Ja, das heißt, da jetzt kein anderer mehr gekommen ist, dass es hier auf jeden Fall auch keine Folgequest mehr geben wird. Es war leider eine sehr, sehr lange Quest. Es kann sein, dass ich die noch ein bisschen zusammenschneide mit den Laufwegen, die ich zwischendurch hatte. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall kurz und schmerzlos halten. Ich bin froh, dass ja, das Internet noch stabil genug gewesen ist bis zum Rest der Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich mit stabilerem Internet wieder. Ich kann nur sagen, 1:1 ist sehr, sehr schlecht geworden in letzter Zeit. Aber es gibt halt keine wirklich gute Alternative. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.